Ja, schon seit längerer Zeit haben wir uns im Pfarrkirchenrat Gedanken gemacht, was wir mit der bestehenden Kirchenheizung tun sollen, weil sie sehr viele Rußpartikel verbrannt hat und die Kirche relativ schnell wieder dunkel geworden ist. Und auch die Wärmeabstrahlung, gerade bei längeren Festgottesdiensten, dann so groß wurde, dass es einfach zu heiß geworden ist in der Kirche bzw. bei den Füßen. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem neuen Heizsystem. Und deshalb sind wir auf Ihre Firma gestoßen und haben uns mit diesem neuen Infrarotsystem vertraut gemacht, wurden gut von Ihrer Seite her beraten. Und es konnte dann ein einhelliger Beschluss gefasst werden, dass die Kirchenheizung in unserer Pfarrkirche in Zams erneuert wird. Es wurde dann ein Installationsdatum festgelegt, weil ja die Kirche dann einige Zeit ohne Heizung gewesen ist. Es wurden die alten Paneele ausgeräumt bzw. abmontiert und die Elektrofirma Elektro Huber nahm die Vorinstallationen vor, hat dann auch die neuen Elemente installiert und heute wurde quasi die Heizung offiziell übergeben. Ich wurde eingeschult auf die Automatik und wir konnten auch zwischendurch jetzt schon, weil es ja kühle Maitage gegeben hat, auch die Kirchenheizung schon in Betrieb nehmen. Und die Messbesucher waren ganz begeistert von der angenehmen Wärme in den Kirchenbänken. Kann man das dann reinstecken und die Daten dann einfach in die Uhr übertragen und dann hat man das drinnen. Also das Kernstück von der Heizung ist im Prinzip dieser Hauptschalter. Da beim Hauptschalter habe ich drei Schaltmöglichkeiten, also Handbetrieb oder Automatikbetrieb oder aus. Wenn ich jetzt da die Heizung ausschalte, ich schalte jetzt da den Automatikbetrieb da auch auf aus, dann sieht man, dieses Display ist finster. Wenn das Display finster ist, ist die Heizung aus. Wirklich komplett aus. Also wir haben die Heizung einbauen dürfen von der Elektrofirma Elektro in Langhuber. Im Großen und Ganzen ist es recht gut gegangen, ja. Ein bisschen die schmäleren Monteure haben wir einsetzen müssen, dass die auch zwischen die Bänke gut geschlafen sind, aber nein, das hat wirklich gut gepasst. Ja.